Guten Morgen, Jan hier. Heute werden wir über... Okay, gut, ich fange wieder an. Heute werden wir reden über das, was du willst, bekommst du auch. Gut, es ist nämlich Folgendes. Wenn du irgendwas willst im Leben, egal was es ist, dann solltest du darüber reden. Das heißt, deine Erwartungen werden ihm entsprochen, wenn du genau das, was du willst. Wenn du Gesundheit willst, solltest du einfach nur über Gesundheit sprechen. Wenn du Liebe willst, solltest du nur über die Liebe sprechen und nicht über das Fehlen der Liebe. Es ist genauso, wenn du Gesundheit willst, sprichst du über Gesundheit und nicht das Fehlen deiner Gesundheit. Wenn du Geld haben willst, dann sprichst du über Geld und nicht das Fehlen von Geld. Das heißt, deine Gedanken sollten immer ausgerichtet sein auf das, was du willst und nur darüber sprechen. Wenn du irgendwas, weil ich sage dir, es gibt einen Grund dafür, deine Gedankenwelt ist so stark, die Frequenzen, die deine Gedanken ausstrahlst, sind so stark, das beeinflusst und kreiert deine Realität. Du kannst es immer ausprobieren. Du kannst es im Negativen, sowohl im Negativen als auch im Positiven ausprobieren. Dann wirst du dann sehen. Wenn du aber, ist egal was es ist, was du willst, spreche darüber, immer darüber, jeden Tag darüber, ja, mit Freunden, mit dir selbst. Ist egal wohin du gehst, mach es einfach. Wenn jemand sagt, also du sollst so ein bisschen realitätsnah sein oder du sollst die Realität im Auge behalten, sage ich, nein, du schaffst die Realität mit deinen Gedanken und mit deinen Worten. Das heißt, Vorsicht, was du sagst, so Vorsicht, was du denkst. Denke immer darüber nach, was du willst und erzähle es den Leuten, was du willst. Nicht wahrscheinlich oder vermutlich. Ja? Oder vielleicht, nein, tu das nicht. Sag ganz bestimmt, was du willst und dass du es innerhalb so und so viel Zeit bekommen willst. Sag es immer deutlich und klar. Spreche deine Wünsche immer. Es gibt viele Leute, die sagen immer, ja vielleicht oder ich weiß es nicht, ist mir egal. Diese Leute sind nie erfolgreich, werden auch nie erfolgreich sein, weil sie nicht bestimmt sind. Nur der bestimmende, fokussierte Mensch wird dann erfolgreich sein mit alles, was er vorhat, weil du das aussprichst. Und es ist ganz einfach, die Gesetze des Universums besagt es dann auch, dass du nur das bekommst, was du sagst. Deswegen, ich bin krank, ich bin gesund, ich bin reich, ich bin jung. Ich bin geliebt von jedem. Ich bin die Liebe. Ich bin so alle schönen Dinge des Lebens. Sag es für dich dann aus. Sag niemals was Negatives über dich oder über dein Umfeld. Ja. Sag einfach, weil es ist ja wie ein Magnet. Sag einfach das Positive über alles, was du erlebst, weil du ziehst es ja an wie ein Magnet. Also hier kam nach Deutschland vor viele, viele Jahren, habe ich immer gesagt, die Deutschen seien sehr nett zu mir. Sie sind nette Menschen und ich ziehe sie immer an, weil sie nette Menschen sind. In mein ganzes Leben habe ich wahrscheinlich, sage ich mal, immer nur nette Menschen kennengelernt. Weil ich habe sie da halt ja angezogen, die nette Menschen. Und so sage ich es für jeden. Wenn du zum Beispiel immer denkst, ja, es gibt ja zu viele Ausländer hier in dem Land, dann begegnest du immer Ausländer. Die in Gegenden, wo Ausländer Feindlichkeit am breitesten und weitesten verbreitet sind, sind Worte, wo wenige Ausländer sind. Und die Leute denken sie im Kopf, ah, wir haben viel zu viele Ausländer. Und dann begehen sie ein paar und dann ist das Ende, was sie denken. Und dann sind sie dann genauso, wie sie sind. Ich sage immer, positiv denken. Positiv bedeutet nur, dass deine Gedanken ausrichten, worauf du Lust hast. Wenn du auf irgendwas Lust hast, schau genau dorthin, was du willst. Das ist dein Blickfeld, deine Augen, deine Sicht der Dinge. Das bestimmt deine Realität. Und das sage ich immer wieder und wieder. Und deswegen meine Botschaft an euch heute. Das ist ein Universalgesetz, ein Naturgesetz. Und die Naturgesetze, die lügen nie. Und das sage ich an euch, bitte. Das, was du willst, sag es immer. Mit Bestimmtheit.
das, was du dir wünschst oder denkst, denk es und dann sag es. Du musst nichts anderes tun als das. Ich sage und ich denke es. Und dann wird es meine Realität. Realität ist immer nur im Kopf. In deinem Kopf, so, du siehst die Realität, wo du es willst. Ich habe noch was Interessantes erlebt. In Amerika haben sie immer einen Kampf gegen Terrorismus gemacht, angefangen. Und was gibt es? Immer mehr Terrorismus. Fokussieren auf Terrorismus. Die haben auch gegen Drogenmissbrauch fokussiert. Die reden immer über Drogenmissbrauch. Was passiert? Über Drogenmissbrauch. Über Polizeigewalt reden sie immer. Und was passiert immer? Polizeigewalt gegen Leute. Die Leute ziehen es an. Du ziehst tatsächlich nur das an, wenn du darüber redest. Also hör auf damit, rede nicht über Scheiß, rede nicht über Mist, weil dann bekommst du es auch. Du bekommst Mist und du bekommst Scheiß. Rede über schöne Dinge, über Dinge, die du gern in deinem Leben sehen willst und das wirst du dann auch bekommen. So ist es. Ja, Ende meiner Ansprache für heute und ich wünsche euch einen herrlichen, schönen Tag. Bis dann, bis bald.